Wie viel? 3? Ach ja, ich muss rausfinden, wer die Hexe ist. Mhm. Also gut. Ich kann mir in der Kantine was machen. Das machen wir dann auch erstmal. Und zwar einmal Nudeln. Ding! Ja, eine Packung heiße Nudeln. Gut, hier geht ja noch nichts. Hier läuft noch nichts. Hier ist noch nichts von wegen Geburtstagsparty. Ah nein, ich muss auf Etage 4. Ich soll ja da einen Freund finden. Kate! Huff, huff. War das nicht Kate? Das Mädchen, das ich in der Lobby kennengelernt habe? Kate! Kate? Nee, warte mal, die war da oben schon. Da komme ich nicht durch. Kate, wo bist du lang? Darf ich jetzt zu dir? Nein, immer noch nicht. Wo ist Kate hin? Da! Trallari! Fotokopien, Kopien, Kopien. Warum ist sie so gut gelaunt, gelaunt, gelaunt? Hallo! Hallo, guten Morgen. Nett, Sie kennenzulernen, Kollege. Wir kennen uns schon, Kate. Ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnerst. Wir haben uns heute Morgen in der Lobby getroffen. Ah, natürlich erinnere ich mich an dich, Brian. Ist am Ende alles gut gegangen mit diesem Brief? Ich sehe, du bist hier, also gehe ich davon aus. Ja, nun mehr oder weniger. Ich arbeite im 5. Stock. Was sagst du da? Im 5. Stock? Nun, Brian, herzlichen Glückwunsch. Warum springst du nicht vor Freude? Komm schon, spring, spring! Wow, ich bin so neidisch auf dich. Nun, es ist keine so tolle Arbeit. Um dir die Wahrheit zu sagen, sie ist ein bisschen... Hm? Hast du nichts Merkwürdiges bemerkt? Ich meine, hast du hier nicht irgendwelche gefährlichen Dinge oder seltsamen Kreaturen gesehen? Ah, das... Ja, ich sehe die ganze Zeit seltsame Dinge. Hä? Am Anfang war ich auch überrascht von dieser Atmosphäre. So eigenartig. Aber Brian, wir sind Neulinge. Es ist normal, dass uns dieses Ausmaß professioneller Arbeit überwältigt. Ich denke, wir haben noch viel zu lernen. Ja, schätze ich. Aber trotzdem ist es ein bisschen gefährlich. Sieh mal, ich habe den Trick schon raus. Soll ich dir das Geheimnis verraten? Oh ja, bitte. Wenn ich sehe oder denke, dass eine gefährliche Kreatur in der Nähe ist, schau. Kinderleicht. Ich bin unter dem Tisch. Hier sehen sie dich fast nie. Man wartet ein bisschen, bis die Gefahr vorbei ist und dann arbeitet man weiter, als wäre nichts passiert. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Die Wahrheit ist, dass es viele Orte gibt, an denen man sich verstecken kann. Genau. Und wenn du keinen Tisch in der Nähe hast, kannst du in einen dieser Schränke steigen. Schau! Kinderleicht. Ich bin verschwunden. Hahaha. Ich sehe schon, du hast alles unter Kontrolle. Ich weiß, es ist alles ein bisschen komisch. Für mich ist es das auch. Aber auf der Wirtschaftsschule haben sie uns immer gesagt, dass wir positiv und proaktiv sein müssen. Außerdem, wenn wir in unserem ersten Job so schnell aufgeben, werden wir in den folgenden möglicherweise nicht ernst genommen. Du wirst schon sehen, Brian. Wenn wir uns erst einmal an die Dynamik des Unternehmens gewöhnt haben, läuft alles reibungslos. Hm. Übrigens, was machst du hier? Nun, Oberst Dumont, ein sehr komischer Kerl mit einem Pferd. Hm? Also, er hat mir gesagt, dass ich in den 4. Stock gehen und eine Freundschaft schließen soll. Und ich dachte, dass du vielleicht... Ah, die Pause ist vorbei und ich muss die Marketingabteilung wieder zusammenbringen. Aber ich habe ein Problem. Ich muss immer noch 30.000 Fotokopien organisieren. Ich weiß nicht, wie ich das rechtzeitig schaffen soll. Ich kann dir helfen, wenn du möchtest. Wirklich? Aber hast du mir nicht gesagt, dass du hier bist, um die Aufgabe eines Pferdes zu erledigen? Ah, nein, nein, keine Sorge. Etwas Freizeit habe ich. Vielen Dank, Brian. Schau, das hier ist die Marketingabteilung. Ja, warum sind sie auf allen Vieren? Ich denke, es ist die neueste Mode, Yoga während der Arbeit zu machen. 4 Mitarbeiter fehlen. Sie müssen alle irgendwo auf diesem Stockwerk sein. Hm, sie werden nicht gefährlich sein, oder?
Normalerweise sind sie harmlos, aber wenn du ihnen etwas sagst, das ihnen nicht gefällt, bekommen sie einen Wutanfall. Ich rate dir, dich nach guten Marketing-Slogans umzusehen und diese zu verwenden, sie davon zu überzeugen, dir zu folgen. Bedenke aber, dass jeder Mensch anders ist und einen anderen Geschmack hat. Bring sie her, wenn du sie überzeugt hast. Also gut, überlass das mir. Vielen Dank, Brian. Nein, mach das mal aus. So, wir hatten hier ja schon ein paar Slogans. Das Leben passiert, während sie Slogans machen. Syntrakorp ist Megakorp. Und hier hatten wir doch noch irgendwo eins, oder? Ich biete ihnen Frieden, ich biete ihnen Frieden. Ich biete ihnen Freundschaft, ich biete ihnen Yoga. Okay, sie ist da am Arbeiten. Und wir hatten hier ja einen auf allen Vieren. Es gibt keinen Ausweg. Es gibt keinen Ausweg. Wollen Sie mit mir kommen? Au. Lass das. Ich trinke mal ein Wässerchen. Oh, das füllt ja wirklich nicht viel auf. Kein Ausweg. Okay. Für ihn habe ich also noch nicht den richtigen Slogan gefunden. Es fehlen 4 Mitarbeiter. Ich brauche 4 Mitarbeiter, die auf allen Vieren unterwegs sind. Oh, es tut so weh. Was stimmt nicht mit ihnen? Entschuldigung. Was? Make your diet your best medicine. Machen Sie Ihre Ernährung zu Ihrer besten Medizin. Ein guter Rat, den merke ich mir. Hey, wir haben einen Slogan gefunden, nehme ich an. Wie komme ich zu ihr? Oh, er ist weg. Unite and be free. Das sind Flugblätter der Unternehmensgewerkschaft. Vereinigt euch und seid frei. Einprägsam, den Satz merke ich mir. Ah, okay, ich kann jetzt einfach... Haha. Eine Videokassette mit dem Titel Videoclub Mysterio. Blutspur. Aha. 2 Batterien. Ja, ja, ist ja gut. Guten Tag. Guten Tag. Ein elektronisches Teil. Aha. Eine rohe Pizza. Yeah. Ich wollte schon immer eine rohe Pizza haben. Aha. Warum? Einfach nur so wahrscheinlich. Die stehen um den Automaten. Friss nicht meine Kabel? Friss nicht meine Kabelziege. Raus hier. Warte mal. Elektronische Teile, sie sind auf einer Seite mattrot. Okay, kann ich nicht nutzen. Schade. Ah, die sind weg. Nutzen. Alt. Nutzen. Er ist tot. Er hat eine Aktentasche, aber sie ist mit einer Kombination verschlossen. Oh. Nach dem, was ich auf dem Bildschirm sehen kann, hat dieser Mitarbeiter Nachrichten an einen Kollegen geschickt. Ich kann aber nicht sehen, was er geschrieben hat. Au! Nicht gut. Lass das bitte. Danke. Hallo? Grrr. Wollen Sie mit mir kommen? Vereinigt euch und seid frei. Machen Sie Ihre Ernährung zu Ihrer besten Medizin. Au, okay. Schade. Wieso kann ich hier... Achso, einfach zum Verstecken. Ach, ist ja gut. Ich esse ja schon was. Da ist eine Nachricht auf dem Bildschirm. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ja, ist ja gut. Krieg dich wieder ein, Junge.
die stehen da immer noch an. Das ist schön. Warte mal, gehört er auch zur Marketingabteilung? Ich meine, er ist auf allen Vieren, ne? Nom, 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 nom. Hier. Machen Sie Ihre Ernährung zu Ihrer besten Medizin. Ja, komm mit. Hey, mein Mann! Danke, dass du mir die Ziege vom Hals geschafft hast. Sie wollte alle Kabel fressen. Gern geschehen, mein Name ist Pasternak. Nenn mich Doshi. Ich bin der IT-Typ. Oh, also sind Sie damit beschäftigt, die Computer zu reparieren? Nope. Ich schlachte sie aus und behalte die besten Teile. Aha. Oh, es ist spät. Ich muss gehen, bevor die Matrix erwacht. Matrix? Die Punktmatrix, Mann. Bist du neu? Ja, ich habe heute angefangen. Na, dann mach dich mal schnell mit der lokalen Fauna vertraut, Mann. Hier, ein Willkommensgeschenk. Sie haben einen Schraubenzieher erhalten. Ich habe einen Workshop im 3. Stock. Wenn du später mal vorbeischaust, kann ich dir vielleicht ein paar super coole Sachen zeigen. Ah, vielen Dank. Friedemann. Ja, Friede, Dude. Okay, komm mit. Komm mit. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Komm mit. Hier hoch. Hier hoch. Hier rein. Und arbeite. Kate, einen habe ich schon. Vereinigt euch und seid frei. So. Komm mit. Put, put. Okay, okay. When you like your job, every day is a holiday. Ah. Das sind Reisemagazine. Wenn sie ihre Arbeit lieben, ist jeder Tag wie Urlaub. Komische Überschrift. Ich merke sie mir. Was hatte er für ein Problem? Hallo? Nein, okay. Nicht bei ihm. Verstehe. Nicht bei ihm. Er ist noch da, aber das macht ja nichts. Irgendwo muss ja auch jemand auf allen Vieren sein. Ach ja, da. Ah, ja, ja, ja. Ich glaube, ich weiß schon, wie ich zu ihr reinkomme. Warum hängen Sie hier herum? Verschwinden Sie, Neuling. Von hier aus? Ah. Diese Wand ist voller Fotos exotischer Landschaften. Hallo, kommst du mal her? Hallo. Hawaii, Bombay, das Paradies. Hier, wenn Sie Ihre Arbeit lieben, ist jeder Tag wie Urlaub. In letzter Zeit stellen sie nur noch Hinterwäldler ein. Und woher wissen sie das? Weil sie immer wieder zu ihren ländlichen Gepflogenheiten zurückkehren, wie sich um Ziegen zu kümmern. Aha. Die Marketingabteilung nennt sich also Ziegen, ja? So, bitteschön. Was muss ich tun? Du musst die Marketingabteilung wieder in ihre Kabine bringen. Nähere dich den Angestellten, die auf ihren Händen und Knien sind, und sag ihnen etwas, das sie davon überzeugt, dir zu folgen. Aber sag ihnen nicht einfach irgendetwas, denn jeder von ihnen hat einen anderen Geschmack. Es sieht aus, als ob noch ein Angestellter fehlt. Ja. Und ich nicht wissen, was ich ihm sagen soll. Ja, ja, du bist sauer, ist ja gut. Okay, die sagen mir nicht, wofür sie anstehen. Und ich komme auch nicht irgendwie über den Schreibtisch an vorbei. Okay. Okay, okay. Dann wohl nicht. Nee, das bringt mir ja gar nichts. Das ist ja Schwachsinn. Ich,
Geh mal kurz in die Kantine und mach mir die Pizza. Oh, Pizza. Das Spiel ist schrecklich. Das macht einen nur Hunger auf ungesunde Sachen. Pizza. Ja, und habe ich sonst noch was ich mir machen kann? Nö. Okay. Hier ist auch sonst nichts weiter. Wie viele Credits habe ich? 935. Aha. Habe ich nicht 1000 bekommen? Ach ja, ich habe dir eine Kiste gekauft. Alles gut. Ich vermute mal schon, dass ich hier bleiben muss. Irgendwie. Das hat der Arzt gesagt. Er sagte, machen Sie Ihre Ernährung zu Ihrer besten Medizin. Also sollen Sie sich besser ernähren? Nein, er sagte mir, ich solle diese Mahlzeitersatzpillen einnehmen. Schauen Sie. Ja, ja. Das ist ja schön, ne? Da komme ich nicht lang. Das ist weniger schön. Von innen verschlossen. Ja, ja, sehr gut. Gut, vielleicht kriege ich ja noch irgendwo anders einen Slogan her. Schauen wir mal. Hier unten lagen ja auch noch so Broschüren und so, ne? Ja, nein. Nein. Ja, nein, okay. Kantine. Dann gehen wir hier nochmal kurz rein. Wenn das wahrscheinlich überhaupt nichts bringt. Ja, nein, da liegt ein Toter. Irgendwie muss ich ja das Gas abstellen können noch. Okay, das bringt mich nicht weiter. Das war in der 3. Da war die IT-Abteilung hier, ne? Hier die Sicherheit, nicht die IT. Hier unten Dach. Geht nicht auf, aber die da hinten geht jetzt vielleicht auf. Aha. Okay, gut. Haben wir das auch schon einmal gemacht. Im Schrank verstecken. Verschlossen. Okay, er ist also noch nicht hier, wie man sieht. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Ich brauche neue Bleistifte, falls nochmal so Minchen kommen. Das wäre ganz praktisch. So, das reicht. Ansonsten gibt es hier was Neues. Nope. Gibt es hier was Neues? Wahrscheinlich nicht. Oberst Dumont. Ich bin zu diesem Motivationstreffen gegangen. Oh mein Gott, dieser Kerl ist verrückt. Und nach allem anderen, was heute passiert ist, bin ich nicht einmal wirklich überrascht. Diese Treffen wurden organisiert, um ihre Produktivität und ihren emotionalen Wert im Unternehmen zu steigern. Nur damit du es weißt, er hat mir eine Aufgabe gestellt. Angeblich muss ich im 4. Stock einen Freund finden. Ich verstehe. Möchten Sie eine Umarmung? Was? Umarmung ist die Bezeichnung für eine direkte Abgabe von Oxytocin an Ihre Neurotransmitter. Dies entspricht einer echten Umarmung mit einer Dauer von 20 Sekunden. Das ist nicht nötig. Danke trotzdem.
Dann bitte ich Sie, die Beseitigung der Hexe zu priorisieren. Motivationsaufgaben sind keine Pflicht. Vergessen Sie nicht, wofür wir Sie eingestellt haben, Herr Pasternak. Oh. Ja? Vorhin hast du mich Brian genannt und jetzt wieder Herr Pasternak. Vermutlich. Entschuldigen Sie diesen Fehler, Herr Pasternak. Nein, nein, bitte nenn mich Brian. Herr Pasternak klingt nach meinem Vater. In den Außenbezirken werden für junge Leute immer die Vornamen und nicht die Nachnamen benutzt. Fehler beseitigt. Wie du wünschst, Brian. Okay, also nennt sie mich jetzt Brian. Das ist ja schon mal schön. Blups. Interessiert keinen. Na gut. Nope.